Sie sind der Spectre, ja? Wir dürfen nicht mit Ihnen reden. Was für ein Angebot haben Sie Ihnen gemacht? Ein gutes. Ich sollte lieber keine Zahlen nennen. Sie geben sie sowieso nur ungern heraus. Sämtliche Sonderleistungen natürlich. Oh, sicher. Die Firma kümmert sich um ihre Mitarbeiter. Versicherung, bezahlter Urlaub, subventionierte Wohnung. Nach einem Jahr erhalte ich Aktienoptionen. Haben Sie von dem Ferienort hier gehört? Am Äquator? Fallschirmspringen, Tauchen, ein zugelassenes Asayura-Feld. Wenn man solche Sachen mag, ich genieße lieber die Aussicht. Habe ich da was von Urlaub gehört? Ich brauche auch ganz dringend Urlaub. Tali, was tust du da? Mein Volk hatte früher mit den Firmen auf Noveria zu tun. Sie zahlen gut und stellen keine Fragen. Wen stalkt die? Eindeutig den Tisch da hinten. Oder den Typen. Bin mir unsicher. Du machst das schon. Guck zu und lerne. Kann ich Ihnen helfen? Ich bin ein Allianzmann. Klingt falsch, aber ich glaube, es ist richtig. Mr. Vargas? Ich bin Commander Shepard, ein Spectre. Ist es richtig, dass Sie für Binhex arbeiten? Korrekt. Raphael Vargas, Handelsvertreter. Sind Sie interessiert an unseren Diensten? Vielleicht. Das hängt davon ab, was für ein Angebot Ihre Firma macht. Ich dachte eigentlich, dass die Citadel alle ihre Verbesserungen von einer salarianischen Firma vornehmen lässt. Dann wissen Sie sicher auch, dass wir jedes Geschäftsjahr ein neues Budget verabschieden. Wenn unsere Soldaten dadurch besser werden, können Verträge sich ändern. Eine vernünftige Geschäftspraxis. Verzeihen Sie bitte mein Zögern. Ich habe nur noch nie gehört, dass die Regierung einen guten Geschäftssinn beweist. Zuerst das übliche Kleingedruckte. Wir können nicht garantieren, dass genetische Verbesserungen funktionieren. Wir können die Chancen erhöhen, aber jeder DNS-Strang ist einzigartig. Unsere patentierten Techniken können für eine 8%ige Verbesserung der Adrenalinreaktion sorgen, für eine 12% schnellere Blutgerinnung und für einen messbaren Rückgang in Muskeldegeneration. Fingerabdrücke sind auch einzigartig. Ich habe noch nie von einer Technologie gehört, die die Schwerelosigkeit erträglicher macht. Es ist auch eine Neuheit. Das Aufkommen von Element Zero-basierter künstlicher Schwerkraft machte diese Angelegenheit weniger dringlich. Wir warten immer noch auf Tests, um eine durchschnittliche Verbesserung festlegen zu können. Wir rechnen mit einem 7-11%igen Rückgang bei der Muskelschwundrate. Ich kann Ihnen diese Verbesserungen für 30.000 Credits pro Kopf besorgen. Bei einem Großauftrag lege ich noch ein Paket zur Wahrnehmungsverbesserung dazu. Garantierte 2015-Sicht und ein Gehör von 12.000 bis 22.000 Hertz. Wie würden Sie die Upgrades verabreichen? Retroviren zu spritzen würde ziemlich lange dauern. Es benötigt auch eine gewisse Zeit, einen Körper mit angepasster DNS zu behandeln. Hautzellen können innerhalb von 2 Wochen ersetzt werden, aber die Leber braucht über ein Jahr und das Skelett ein ganzes Jahrzehnt. Für Soldaten an der Front könnten wir den Prozess mit umfassenden Transfusionen und Injektionen zur Wachstumsstimulation beschleunigen. Es würde allerdings immer noch 6 Monate dauern, bevor man Ergebnisse sieht. Ich muss zugeben, dass es mich überrascht hat, dass Sie geschäftlich hier sind. Auf Noveria gibt es derzeit viele Forschungsprojekte, von denen nicht alle ganz legal sind. Aha. Führt Binhex einige weniger lupenreine Projekte durch? Ich werde meine Quelle auch vertraulich behandeln. Natürlich nicht. Der Ruf unserer Firma ist einwandfrei. Ich kann Ihnen versichern, dass alle Binhex-Operationen auf Noveria tadellos sind. Hört sich an, als verlange meine Crew nach mir. Wir bleiben in Kontakt. Selbstverständlich, Commander Shepard. Wir freuen uns darauf, mit der Citadel Geschäfte zu machen. Das war einfach.
Ja. Irgendwelche Ergebnisse? Ihr Spielzeug hat's erledigt. Ausgezeichnet. Ich werde 500 Credits auf Ihr Konto überweisen. Nur 500? Okay, ich dachte, Sie wären vielleicht spendabler, da Sie es ja nicht selbst erledigen konnten. Sagte ich 500 Credits? Ich meinte 750. Auf Wiedersehen, Spectre. Dankeschön. Guten Tag, setzen Sie sich und trinken Sie was. Was kann ich für Sie tun? Oh ja, saufen. Sind Sie Lorik Keen? Ich hörte, dass Sie mir vielleicht helfen können. Sie sind der Spectre, der eben ankam, nicht wahr? Mhm. Wie kann ein alter Turianer wie ich Ihnen denn helfen? Ich muss in die Garage, um an andere Orte zu gelangen. Sie brauchen einen Pass. Was für ein Zufall. Ich bin der Leiter des hiesigen Büros von Synarq. Zumindest im Moment. Mr. Anolais hat mein Büro geschlossen. Er behauptet, Berichten über meine Korruption nachzugehen. Der Administrator ist ein interessanter Mann. Er ist ziemlich reich geworden, seitdem er die direkte Kontrolle über die Mieten hat. Da gibt es wohl einen Zusammenhang. Allerdings. Ich habe Beweise für Anolais Machenschaften. Er heuerte Schläger an, die in meinem Büro danach suchten. Ich vermute, dass ihr Ziel außerhalb dieses Raumhafens liegt. Mr. Anolais hätte was dagegen, sie umherstreifen zu lassen. Wenn Sie mir die Beweise aus meinem Büro holen, erhalten Sie meinen Garagenpass und einige Credits. Warum hat Anolais Ihre Karte nicht sperren lassen? Warum sollte er? Da draußen gibt es nichts als Schnee und hungrige Natak. Was sind Natak? Wie sind Sie an einen Pass gekommen? Ich bin Manager. Die meisten leitenden Angestellten können nach Belieben kommen und gehen. Klingt nach einem fairen Handel. Es könnte erforderlich sein, gewaltsam gegen Mr. Anolais Schläger vorzugehen. Mitglieder des Sicherheitsteams von Han Shan haben mein Büro durchsucht. Er bezahlt sie insgeheim. Miss Matsu weiß nichts von dieser Nebenbeschäftigung. Ich werde mich darauf konzentrieren, Ihnen die Beweise zu liefern. Wenn ich Glück habe, muss ich gegen niemanden kämpfen. Großartig. Hier ist mein Zugangspass fürs Büro. Er aktiviert den Fahrstuhl. Die Beweise sind in meinem Bürocomputer. Die OSD enthält einen Zugangscode, mit dem Sie darauf zugreifen können. Stecken Sie sie ins Laufwerk. Der Rest geschieht automatisch. Und vermeiden Sie Blutflecken auf dem Teppich, ja? Ja, ich mache Blutflecken an die Decke, ist okay. Aus dem Teppich kriegt man die so schlecht raus. Ist einfach so. Die Decke kann ich einfach überstreichen. Oh, wir haben heute ein Auto gesehen. Das hatte eine lustige Lackierung. Matt schwarz und dann so wie Blutflecken. So drauf. Das waren keine echten. Das war lackiert. Das sah cool aus. Nee, hier bin ich falsch. Der komische Typ ist weg. Hä? Mann, der komische Fahrstuhl. Wir haben eine Geheimwaffe. Sergeant Sterling ist eine Biotin. Und nicht gerade eine freundliche. Mhm. Harmony, ne? Ja. Nach allem, was ich gehört habe, sind Schneestürme recht gewöhnlich hier. Ja, hab ich auch gehört.
Das Wetter da draußen sieht grässlich aus. Der Göttin sei Dank, dass es hier drinnen warm ist. Kuschelig war. Hey, ist nur der komische Typ. Hä? Dieser blöde Fahrstuhl. Wenn gleich ein Fuchs draußen rumläuft, wissen wir, wo wir sind. Ja! Foxy! Das komische Hotel. Da will ich ja nicht hin. Da ist die Garage. Der geht nicht. Ich finde es gerade sehr lustig, dass du auf einem Eisplaneten bist und ich laufe hier von Schatten zu Schatten, weil die Sonne so heiß brennt, dass es mir die Schilde wegschmort. Eine Orientierungshilfe. Find's nicht. Blöde Fahrstuhl. Bloß der blöde Anfang. Da will doch keiner hin. Das zu. Das zu. Weg da. Das zu. Da geht's in mein Schiff. Toll. Die extremen Wetterverhältnisse fand ich im Traumländer schon faszinierend. Tja. Tja, ja. Ran weiß bestimmt, wo ich hin muss, aber er sagt es mir einfach nicht. Ich bin im Dienst, Spectre. Ich sollte nicht mit Ihnen reden. Was, wo willst du denn hin? Das Hauptquartier von Sin HQ. Ich finde den Fahrstuhl nicht mehr. Da oben geht's ins Hotel. Und hier hinten ist die blöde Garage. Geradeaus nicht halb runter, was für eine Treppe. Hast du eine Treppe hoch? Okay. Da ist das Hotel. Da geht's zu der Garage. Ich soll aber erst die Dokumente holen. Da ist der blöde Direktor. Und da geht's wieder hoch zu Normandy. Es muss hier irgendwo sein. Und die einzige andere... Der einzige andere Fahrstuhl ist da, aber der geht nicht. Ich mich durch. Ich glaube, da standen noch Wachen davor. Da
Entweder bei der Garage oder beim Hotel. Okay. Ich guck bei der Garage. Dankeschön. Doofe Garage. Der Typ ist einfach weggegangen. Das geht halt auch nicht. Ah, oh ne, da ist er. Oh, was ist das hier? Ich glaube, wir sind da. Stehen bleiben. Handschuhen Sicherheit. Dieses Büro ist geschlossen. Was machen Sie in diesem Büro? Anordnung des Administrators. Gegen Lorikin wird ermittelt. Anolais bezahlt Sie, um hier alles zu durchwühlen. Weiß Captain Matsuo, dass Sie hier sind? Hey, ich bin nicht hinter Keen her. Anolais kann diesen Keen auf den Tod nicht ausstehen. Wie wäre es mit Folgendem? Sie tun so, als hätten Sie uns nicht gesehen und wir sahen Sie nicht. Guter Deal. Ich dachte, die haben mich nicht gesehen. Die sind oben. Meins? Das ist eine Kiste! Wenn er die Cam ausmacht, dann sehe ich sie nicht. Und sie sieht mich sowieso nicht. Sicher? Bericht über vermisste Person zu Händen an Administrator Anolais. Ein Mann namens Garrett sucht nach Informationen über den Aufenthaltsort einer unserer Frachter. Er glaubt, dass das Schiff seines Bruders auf der Reise durch das Strenus-System von Piraten angegriffen worden sein könnte. Untersuchung läuft. Strenus? Waffenspiel. Eins. Ihr macht das schon. Da kann ich nicht hoch. Aber da kann ich hoch. Gibt's hier noch was, bevor ich hinten in die Türen reingehe? War das eigentlich eine Aufforderung, dass die Cam ausmachen soll? Niemand sieht mich! Sie laden die Beweise von Lorix Computer herunter. Okay. Easy. Was ist das denn jetzt? Sie sollten nicht hier sein, Shepard. Sie haben einen Vorteil, Miss. Oh, jetzt wollen Sie mir Respekt erweisen. Ich bin Sergeant Kaira Sterling, Schutzabwehr Fürsorge Elanus. Anolais würde Sie für das, was Sie hier getan haben, deportieren. Ich nicht. Wissen Sie, was man auf meiner Welt mit Kopfkillern macht? Sie sind außer Dienst hier und brechen das Gesetz, weil Sie geschmiert wurden. Und wir sollen uns schlecht fühlen, weil wir Sie aufhalten? Ich muss meine Mission beenden und tat, was ich tun musste.
Ist mir egal. Yes! Ach, warte mal, der gehört gar nicht zu uns. Ich war abgelenkt, wir haben nämlich immer die Gänse dabei. Raus! Wow, hab dich aufgepasst. Da ist noch einer. Psst, hey, du da? Ciao. So, guck mal, hier hinten sind auch noch Türen. Und zwar gehe ich da mal durch. Besam, öffne dich. Da gibt's nicht. Da auch nicht. Schade. Hallo, Homora, genau. Da, war schön hier. Na, was geht? Mein Volk hatte früher mit den Firmen auf Noveria zu tun. Sie zahlen gut und stellen. Commander. Es gab Berichte über Lärm im Büro von Syn IQ. Wissen Sie vielleicht was darüber? Das waren bestimmt Anolees Gauner, die alles auseinandernahmen. Sie sind ein Klugscheißer, was? Gut, damit kann ich umgehen. Wir treffen uns auf einen Drink im Hotel, bevor Sie mit Keen reden. Ich werde auf Sie warten. Juhu, ich krieg noch einen Drink spendiert. Saufen! Hi. Jemand hat unsere Leute im Büro von Syn IQ ermordet. Wer ist das nur gewesen? Boah, das weiß ich nicht. Die haben sich bestimmt gegenseitig umgebracht. Hä?